Herzlich willkommen zurück zu Shadow of Mordor mit Arezu. Ich bin Arezu. Und hier ist irgendwas explodiert. Okay. Ich weiß nicht, was da gerade los war. Du musst zurückkehren und meine Freunde retten. Sie wurden so geschunden, dass sie kaum noch stehen können. Okay. Ja, Sklaven befreien, um Sklavenaufträge zu kriegen. Das können wir machen. Aber jetzt momentan... Oh, wir haben eine Jagdherausforderung. Töte 3 Spinnen und wir haben schon eine von 3 erledigt. Ich weiß nicht wie und wann, aber... offenbar habe ich es getan. Hier haben wir einen Schmiedeturm. Gucken wir uns den mal an. So, das ist direkt das hier, wie es aussieht. Moment, in der Geisterwelt wandern, um den Turm zu finden. Ja, da sieht er größer aus. Da unten sind Leute. Was passiert, wenn ich jetzt die Sicht fallen lasse? Ah, okay. Die haben damit gerechnet, dass die Leute das probieren. Also wir klettern hier an der Illusion lang. Und ach so, wir erneuern den Turm. Ja, das haben wir ja schon mal gemacht in einer Folge. Schnell die Reise freigeschaltet. Die Türme strecken sich vom Gestern in das Morgen. Ich lebe in diesen Steinen fort. Okay. Wenn du dich nicht in einem Kampf oder Auftrag befindest, kannst du jederzeit zwischen freigeschalteten Schmiedetürmen auf der Karte schnell reisen. Wenn du stirbst, dann stehst du am letzten freigeschalteten Schmiedeturm wieder auf. Am letzten freigeschalteten Schmiedeturm? Das ist aber doof. Warum nicht am nächsten? Du kannst auch einen freigeschalteten Schmiedeturm auswählen und Y drücken, um Zeit verstreichen zu lassen. Dies wird die Tageszeit verändern und jegliche aktuell stattfindenden Machtkämpfe unter den Uruks auflösen. Drücke zum Beenden Escape. Okay, das könnte interessant werden. Theoretisch? Vielleicht? Da unten haben wir einen Haufen Uruks. Aber die müssen uns nicht weiter interessieren. Neue Aufträge verfügbar, aber damit befassen wir uns später. Erst einmal befassen wir uns mit dem hier. Yay, Zerbrochen ist verfügbar. Dass sie uns für ein paar kaputte Werkzeuge töten würden. Die anderen sind nicht entkommen. Bitte hilf uns. Wird gemacht, aber erst einmal muss ich mich um den Ork da hinten kümmern. Oh. Da haben wir ein paar Karagors. Oh. Ich habe ein Problem. Aua. Oh Gott. Ich habe doch Leertaste gedrückt. Oh. What? Hört auf damit, das ist nicht freundlich. Au. Ich höre schon die Klänge meiner Beförderungszeremonie. Okay, Krimp. Hat mich getötet. Macht 2. Und er kämpft gegen den unbekannten Hauptmann. Und besiegt ihn. Und jetzt ist er Krimp Nachtbringer. Uruks, die dich getötet haben, können Hauptmänner zu einem Kampf um ihre Position in Saurons Armee herausfordern. Wenn sie gewinnen, werden sie befördert und gewinnen an Macht hinzu. Das Nemesis-System ist der große Punkt, den die Mordor-Reihe hat und... ja, ich habe mich gerade gefragt, warum man es eigentlich die Mordor-Reihe nennt, wenn der zweite Teil Shadow of War heißt und nicht mehr Mordor im Namen hat, aber naja. Also das ist ganz witzig, dass man eben Leute hat, die einen irgendwann genug genervt haben, dass man sich entscheidet, okay, ich habe keine Mission für dich, aber ich werde dich jagen. Und Krimp Nachtbringer ist jetzt eben nur Hauptmann, weil er zufällig ein ganz normaler Ork war, der uns töten konnte. Was ist das für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst? Das ist nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Ah, es ist die Macht. Macht. Die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. Nick, wir bleiben einfach bei, es ist die Macht. Gefällt mir so. So,
Jetzt laufen wir aber tatsächlich zu dem Hauptmann hin und töten ihn. Hab gehört, der Waldläufer soll sich hier herumtreiben. Ist der jetzt hier gefangen, weil wir gerade in der, weil die gerade in der Jagd waren, oder? Oh oh. So, einen Karakor haben wir erledigt. Man kann direkt Fokus deaktivieren, das ist gut zu wissen. Ich muss auch mal kurz was anderes überprüfen. Erst einmal erledigen wir den hier. Und zwar so, um mehr Pfeile zu bekommen. Okay. Oh, hi Leute. So, dafür brauchten wir die Pfeile. Können wir den hier freilassen oder irgendwie vielleicht... Dort ist ein Schloss. Ich nehme an, da... Kann ich das Schloss eventuell einfach... Lass dich doch mal bitte fallen. Kann ich das einfach kaputt machen? Ja, kann ich da... Aua! Au. Wo ist er? Da ist er. Oh Gott. Kuss nicht. Das ist nicht nett. Und Elbengeschoss benötigt, das ich nicht habe. Au. Oh, interessant. Ich durfte... Oh nein, ich bin tot. Au. Na, können wir mit unserem Elfenfreund reden. Ich verstehe diese Kräfte nicht, Geist. Ich verstehe nicht, was mit mir passiert ist. Aber ich werde jede Waffe einsetzen, die man mir in die Hände legt. Es gibt nichts, vor dessen Einsatz unser Feind zurückschrecken wird, um den Sieg zu erlangen. Wir müssen ebenso erbarmungslos vorgehen wie er. So, erst einmal, da unten haben wir wieder den Großen. Wird Zeit, dass wir den endlich loswerden. Oh, der klettert hoch. Interessant. Hätte nicht gedacht, dass der das kann. Oh Gott. Da bin ich mit dem Ausweichen etwas zu weit gegangen. Au. Au. Zwei Schläge und sofort erledigt. Verdammt. Ich sterbe gerade sehr, sehr viel. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Solange dieser Fluch auf uns lastet und wir aneinander gebunden sind, werden wir gemeinsam in Mordor Schrecken verbreiten. Sauron vertraut auf die Schwäche der Menschen, auf ihre Machtgier, ihren Zorn und ihren Hunger nach Ruhm. Ja, all diese ist Wege nicht schlecht. Macht er sich zunutze. Wir müssen vorsichtig sein, denn wir dürfen durch unser Vorhaben, ihn zu vernichten, nicht zu seinen Dienern werden. Gut, erst einmal, wir scheinen jedes Mal 10 Punkte zu bekommen, wenn wir sterben. Für Sterben, was ich merkwürdig finde. So, wir bekommen jetzt, wir machen jetzt das frei, wir schalten jetzt das frei, so. Eben gleiches Geschick machen wir jetzt nicht. Explodieren lassen, ja, warum nicht? Und Karagor reiten, das nehmen wir auch mit. Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, die Appendices weiterzulesen. Wollte ich eigentlich machen. So. Ich weiß nicht, warum ich den nicht töten kann, wenn ich ihn, wenn ich schon den Dolch an seine Kehle halte. Kannst du mal bitte sterben? Okay. Da unten sind ein Haufen Leute.
und der Karagor. Linke Steuerung. Und ich habe einen Karagor. Einführung. Karagor beherrschen. Bewege das Symbol mit der Maus in den Kreis hinein und drücke dann die angezeigten Tasten zum Beherrschen. Einführung Karagor Angriffe. Drücke auf dem Rücken eines Karagors. Drücke zum Angreifen linke Maustaste, zum Beißen rechte Maustaste. Tötet niedergeschlagene oder unachtsame Gegner und gewinnt Gesundheit zurück. Rechte gedrückt halten, um in den Fernkampfmodus zu wechseln. Und L-Shift und links, um einen Angriff von oben auszuführen. Dabei steige ich ab. So, okay, den konnten wir damit ohne Probleme erledigen. Oh oh. Kann ich da wieder aufsteigen einfach? Sobald ich rankomme? Ja, kann ich. Oh, hallo. Du erbärmlicher Tag. Hast du nicht mehr als dieses Untier zu bieten? Doch, ich denke schon. Aber brauche ich denn gerade mehr? Na. Ich krieg den nicht gebissen. Ich glaube, den darf man nicht beißen. Na los. Oh Gott, der hat Feuer. Ich weiß nicht, ob das so gut ist für uns. Ah ja, den konnte ich aufzehren. Aber... okay, ich muss mal leider meinen Karagor aufzehren, um mich selbst hier zu retten. Oh Gott, das klappt nicht so gut, wie ich gehofft hatte. Wie kann ich doch gleich... und wir sind im Kampf. Das vorher zählte nicht. Oh, jetzt haben wir zwei große. Du siehst nicht gut aus. Ich sollte dir einen Gefallen tun und dich einfach töten. Oder Todauge, dich kenne ich doch. Endlich ein richtiger. Du kannst mich nicht verletzen. Wie, ich kann dich nicht verletzen? Natürlich kann ich euch verletzen. Ich muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht getroffen werde. Warum ist denn der... ach Gott, noch einer. Diesmal sind keine dämlichen Karagor in der Nähe, hä? Gut. Okay, den kenne ich offenbar auch. Verdammt nochmal. Da wirft einer die ganze Zeit mit Zeug. Das ist nervig. Au. Und das war's. Oder auch nicht. Einführung letzte Chance. Das hatten wir doch schon. Aua. Die letzte Chance gilt offenbar für mehrere. Ich denke, die letzte Chance kann einfach nicht sofort hintereinander kommen wieder, aber... verdammt, sollte das nicht explodieren? Na und? Ich bin unsterblich. Und tot. Was auch immer. Was zum Teufel tust du da? Immun gegen Fernkampf. Gut zu wissen. Aber das ist mein Kopf.
Jetzt ist es schon wieder so leise. Also los, Leute. Wir zeigen ihnen, wie das bei uns läuft. Du kannst geschwächte Hauptmänner greifen. Ich weiß nicht, was mir das bringt, aber... Und letzte Chance. Doch nicht. Aua. Ob die jetzt alle 3 Punkte bekommen? Sauron selbst hätte es nicht besser hinbekommen. Oh, okay. Der ist... überheblich. Duell gegen einen unbekannten Hauptmann. Unter den Uruks herrscht ein ständiger Konkurrenzkampf um die Herrschaft. Im Laufe der Zeit erhältst du Kampfberichte, die die Ergebnisse aller ungelösten Machtkämpfe aufführen. Ah, der hat... Ja, okay, die Überlebenden bekommen auch Punkte. Ein Unbekannter wurde befördert, okay. Und das war's. Tja. Diese schwarzen Hauptmänner haben dich gerufen. Was weißt du über sie? Sind sie Menschen oder Dämonen? Sie waren einst Menschen, doch jetzt sind sie zu Menschengestalt, manifestierte Erscheinungen der Macht des dunklen Herrschers. Seine Bösartigkeit. So, jetzt beeilen wir uns einfach und gehen hier durch, erledigen den Gegner, den wir erledigen wollen. Moment, was haben wir hier? Fußspuren hinter den Büschen gefunden. Oh, da haben wir eine Spinne. Bitte rette meine Freunde, bevor es zu spät ist. Sie wissen nicht, wann sie den Mund halten müssen. Ja, ich glaube nicht, dass ich den dann noch retten kann. Ich meine, ich kann es versuchen. Und den da essen wir. Der Karagor selbst macht nichts, außer wenn man einen schon umgekippten Gegner hat, ne? Also die beißen nicht irgendwie, sondern man muss wirklich selbst schlagen. Okay. Das war das. Oh, die können klettern, das ist gut. So, dann jetzt schnell los. Eine Festung ist das hier. Wirst du in einer Festung entdeckt, werden die Uruks Alarm schlagen und Verstärkung herbeirufen. Entschuldigung. Okay, absteigen. Und... Kann ich den von hier unten erledigen? Den Assassin's Creek? Scheint nicht so. Aber so klappt's. Nah genug dran. On top. Oh Gott. Ich hab keine Angst vor dir, Karagor. Ich sagte hopp. Also hochziehen ist mit Leertaste. So. Ich weiß immer noch nicht, was dieses... Okay, was ist das da für einer? Oh, hallo. Verbirg dich, um die Alarmbereitschaft zu senken und der Verstärkung der Uruks zu entgehen. Brauchen wir das wirklich? Meine Überheblichkeit hört nicht auf, auch wenn ich auf die ganze Zeit nur rumsterbe. Hallo. Okay. Bin ich überhaupt am richtigen Ort? Nee, ich dachte, ich würde den hier erledigen. Jetzt bin ich hier in der Festung und... Ah, bin eben in der Festung.
meine, die haben Karagor-Probleme die ganze Zeit noch, weil ich hier geparkt habe direkt. Irgendwas muss ich doch in der Festung machen können. Deine Pfeile können Mauern zerstören. Oh, okay. Okay. So. Ah, da hinten haben wir ein Ziel. Rasch, Grubenkämpfer. Ja, ich habe keine Details für ihn, aber ich markiere ihn mir mal. Hast du das gehört? Ui. Habt ihr das gehört? Tada. Okay, wir sind denen gut entgangen. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. Wir haben sie auch gehört. Ist klar, machen sie schon in die Hosen. Okay, die haben seltsame Geräusche gehört. Ich frage mich, was, worum es da geht. Oh, hi Leute. Schleicht da jemand umher? Ist da der eine auch gegen den anderen gestoßen? Das ist cool. Oh, ich habe den Chef gefunden. Menschenabschaum! Ich weiß, du hast Uruks aufgelauert. Aber nicht mit mir. Ich nagel deine Füße an eine Wand. Hey, bitte tu das nicht. Das klingt schmerzhaft. Betteln für einen schnellen Tod. Hier sind zu viele. Und das hat er noch überlebt. Aber ein paar weitere davon und er ist erledigt. Nicht beim letzten Mal. Gehörte der zu der Dreiergruppe eben? Flüchtet! Hey! Bleib stehen. Na, der ist nicht sonderlich gut im Flüchten. Hat er wahrscheinlich noch nicht so oft gemacht. Okay. Ich werde dich heimsuchen. Nein. Töten oder verhören? Wir verhören ihn. Okay, ich kann... Ah, ich kann Informationen über... wenn dieses Symbol, Pfeil nach unten, über einem Hauptmann erscheint, bedeutet es, dass er in der Nähe ist. Drücke Leertaste, um fortzufahren. Okay, der hier ist in der Nähe. Rasch Grubenkämpfer. Sind bereits bekannt, die Informationen. Ja, Grischer, der Mickrige. Was wissen wir denn jetzt über ihn? Anfällig gegenüber berittenen Bestien. Kann durch Todesstöße von rückenberittener Bestien sofort getötet werden. Okay. Gerät in Panik beim Anblick vom Karagor. Immun gegen Fernkampf. Ja, das habe ich mitbekommen. Hinterhältig greift seine Feinde aus dem Hinterhalt an. Sprungangriff führt Schläge aus dem Sprung heraus aus. Schneller Angriff, mehrere Angriffe, die einzeln gekontert werden müssen. Gegenreaktion, deine Konter haben keine Wirkung. Gemein. Okay, befindet sich am schwarzen Tor. So, wer möchte noch? Keiner? Au. Irgendwie ging ich nicht davon aus, dass tatsächlich einer was machen wollen würde. Okay. So, das sammeln wir ein. Rachegelüste, Stufe 6, erhöht den Nahkampfschaden bei hohen Trefferserienwerten. Etwas. Au! Schieße Köder herab, um Karagor anzulocken. Vielleicht später.
Okay. Dann gehen wir die Geschichte einfach nochmal durch, hm? Oh, hi, ich Kisha. Hoffe, du erwartest keinen anderen Ausgang. Jetzt habe ich leider meinen Karagor nicht bei. Konter brauche ich ihn nicht, bringt nichts. Das heißt, wir kämpfen so offensiv wie möglich. Hey! Wir sehen uns wieder, Waldläufer! Warum rennt ihr alle weg? Aua! Wir haben dich! Nein, habt ihr nicht. Verdammt, der rennt schon wieder. Ich würde ja auf ihn schießen, aber das bringt nichts. Warte doch auf mich. Nicht so schnell. So. Errungenschaft, Auge um Auge. Bei der uns vorher getötet hat. Wie viele Uruks kannst du im Tod befehligen? Stellt beim Greifabstechen 55 Fokus wieder her, zu den Toten. So, okay. Und da haben wir unsere Mission. Hallo. Gut, den kann ich nicht erlösen. Den Auftrag machen wir mal in der nächsten Folge. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.